Obwohl es sich hierbei eigentlich um ein Schwarz-Weiß-Bild handelt, habe ich es als RGB-Farbfoto eingescannt. Und zwar, weil ich die Farbinformationen in der Datei für das Einfärben des Bildes benutzen möchte. Falls Sie kein RGB-Bild, sondern ein Graustufenbild haben, können Sie dieses problemlos umwandeln. Klicken Sie auf Bild, Farbtiefe erhöhen und wählen Sie die Option RGB 8-Bit pro Kanal. In meinem Bild ist diese Option deaktiviert, da sich bereits um ein Farbbild handelt. Als nächstes werden wir das Bild ausmalen. Sie verwenden dafür am besten ein drucksensitives Stifttablett. Bilder können damit sehr einfach handkoloriert werden. Wir wählen nun den Standardpinsel und mit Hilfe unseres Tabletts können wir hier auf ein Grün klicken. Wenn ich die Blätter übermale, werden alle Einzelheiten der Blätter verdeckt. Das möchte ich aber nicht. Also klicke ich auf Bearbeiten, rückgängig Standardpinsel. Wir müssen den Mischmodus ändern. Diesen finden wir hier oben in der Optionsleiste. Wir wählen die Option Farbe. Damit erreichen wir, dass nur die Farbe verändert wird. Wir übermalen den gleichen Bereich. Aber es wirkt immer noch ein wenig zu grell, also klicken wir auf Bearbeiten rückgängig. Die Lösung besteht darin, die Druckempfindlichkeit des Tabletts zu erhöhen. Ich klicke auf Ansicht, Paletten und wähle die Option Pinselvarianten. Hier kann ich unter verschiedenen Einstellungen für mein Grafiktablett wählen. Ich nehme nur eine Veränderung vor. Unter Sättigung wähle ich die Einstellung Druck. Etwas weiteres, was wir tun können, ist hier oben in der Palette Materialien ein passenderes Grün zu wählen. Wir öffnen die Farbfelder und können hier ein Grün definieren. Sie können eine beliebige Farbe neu definieren. Erstellen Sie einfach ein neues Farbfeld. Dazu klicken Sie auf Neues Farbfeld erstellen und geben Sie diesem einen Namen. Wir nennen unseres einfach Grün 4. Dann klicken wir auf OK. Ich wähle nur ein Grün, das mir besonders gefällt. Dieses hier zum Beispiel und klicke auf OK. Es wird eine Liste der Farbfelder hinzugefügt. Es ist hier sogar markiert. Wir klicken darauf und aktivieren damit diese Farbe. Nun versuchen wir es noch einmal und bemalen das Bild. Wenn ich fester drücke mit dem Stift, wird die Sättigung erhöht. Wenn ich weniger fest drücke, wird sie vermindert. Für das Ausmalen der Bereiche braucht man ein wenig Geduld. Wir wollen die Farbe nicht zu dick auftragen, so wie ich es hier oben schon getan habe. Aber ich kann ganz einfach den Druck auf den Stift variieren, um dem Ganzen ein wenig mehr Struktur zu geben. Man braucht ein wenig Übung, um es gut hinzubekommen. Ich füge hier und da ein bisschen hinzu, um die Farben zu nuancieren. Hier rechts sollte es auch ein wenig dunkler sein. Ich verwende hier ein etwas anderes Grün, um den Hintergrund zu variieren und dunkler zu gestalten. Wir dürfen hier ruhig mit einem anderen Grün darüber malen, um auch in diesem Bereich viele verschiedene Abstufungen zu erzeugen. Sie sehen, dass wir beim Malen des Bildes den eigentlichen Bildbereich nicht wirklich verändern. Wir färben es nur ein. Nun können wir auch das Kleid des Mädchens kolorieren. Ich wähle dazu ein Blau und trage hier feine, leichte Striche auf. Wirkt die Farbe zu dick, verringern Sie einfach den Druck ein wenig. Wie gesagt, man braucht hier ein bisschen Geduld. Man muss sich langsam durcharbeiten. Wenn Sie kein Grafiktablett haben, können Sie auch die Deckkraft variieren und mit der Maus arbeiten. Nun können wir auch das Kleid des Mädchens kolorieren. Ich wähle dazu ein Blau und trage hier feine, leichte Striche auf. Wird die Farbe zu dick aufgetragen, verringern Sie einfach den Druck ein wenig. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Geduld und Übung und muss sich langsam durcharbeiten. Sollten Sie kein Grafiktablett haben, können Sie auch die Deckkraft variieren und mit der Maus arbeiten. Wählen Sie für die Deckkraft etwa 48. Den Tisch hier rechts möchte ich goldfarben bemalen. Um die Pinselgröße zu vergrößern oder zu verkleinern, halten wir die Alt-Taste und bewegen dann den Shift nach oben bzw. nach unten.
Ich zeige Ihnen noch eine andere Methode, bei der neue Ebenen erstellt werden. Zuerst klicke ich auf Datei, Zurücksetzen, um das Bild in den Originalzustand zurückzusetzen. Ich deaktiviere die Einstellung Druck, benutze einfach nur Normal, denn ich werde mit der Option Deckkraft arbeiten, auch wenn ich ein Grafiktablett verwende. Zuerst erstellen wir eine neue Rasterebene. Diese nennen wir Trees, Bäume. Dann klicken wir auf OK. Für die Farbe wähle ich wieder Grün und male nun auf der neuen Ebene über die Bäume. Ich zoome ein wenig aus, damit man besser sehen kann. Nun kann man aber den Hintergrund nicht mehr sehen. Das liegt daran, dass ich auch für die neue Ebene den Mischmodus Farbe wählen muss. Wir wählen hier also die Option Farbe und schon kann man alle Details wieder sehen. Das Gute an Ebenen ist, dass man ständig Anpassungen vornehmen kann. Ich richte jetzt eine weitere Rasterebene über dieser ein und nenne sie Bäume 2. Ich kann auch gleich hier den Mischmodus wählen und nun kann ich weiterarbeiten. Das ist eigentlich eine viel bessere Methode, als direkt auf das Originalbild zu malen. Wenn etwas missrät, kann man dies mit dem Löschwerkzeug einfach wegradieren und von neuem versuchen. Hier Radierer und hier oben etwas wegnehmen. Wir können für jedes Element im Bild eine neue Ebene einrichten. Das Kleid des Mädchens. Hier können wir das Kleid nehmen, ihr Gesicht, den Tisch, den Hintergrund, den Teppich und so weiter. Man braucht dafür zwar mehr Zeit, aber die Ergebnisse sind es auf jeden Fall wert.